Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir zusammen mit Minotaurus und Drachenjäger unterwegs. Alle beide auf ihrem CVP T50-51. Der 10er Tscheche sozusagen. Das Ganze auf der Karte Murowanka. Haben die gute Ausgangsposition, dass sie Top-Tier sind. Mal schauen, was wir machen können. Das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Position hier hinten. Zumindest wenn sie dann kommen. Ja, und da war der erste M41D war raus. Und da war auch der EBR90 raus. Geht gleich hinten Reload, unser Minotaurus. Das hat wehgetan. So, jetzt werden sie die Seite gleich pushen wollen. Ah, deswegen fährt auch Minotaurus schon mal ein Stück zurück. Warum jetzt Drachenjäger stehen bleibt, keine Ahnung. Weil du kommst ja dann nie weg. Rechtzeitig. So, und jetzt wird wahrscheinlich unser Drachenjäger hier unten auseinandergenommen. Ja. Aber einer gegen drei ist ja klar. Da hätte er seine Füße etwas früher in der Hand nehmen müssen. So, unser Minotaurus versucht jetzt wahrscheinlich Anschluss zu bekommen zu dem Rest. Obwohl das gar nicht so gut ist.
Weil wenn einer hinten bleibt, um zu recappen, wäre vielleicht besser. Das ist natürlich auch gefährlich, was er da macht. Nicht hochfahren. Die RT. Ich sehe sie nicht mehr. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Nicht aus auf. So, na hat er einen Drachenjäger erstmal gerecht. Sorry. Na komm. Boot, Boot, Boot. Ja, 7 Kills, erwischt. 4600 Schaden, schöner Sieg. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren Minotaurus auf seinem TVP auf Muruwanga 2. Klasse, Wirkungsfeuer, Richtschütze, Panzerbrecher, Duellant, Schläger, Krieger und die Großkalibermedaille. 4673 Schaden gemacht, 7 Kills. Definitiv den meisten Schaden gemacht. Unser Drachenjäger ist halt leider stehen geblieben, wollte den Clip wahrscheinlich unbedingt noch rausbringen. Leider nicht so gut gelaufen, aber naja, man muss auch Fehler machen. Das Ganze in 8 Minuten 40 Sekunden, 55.000 plus, also wirklich schöne Runde für den TVP. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.